Du faule Sau. Wieso? Hast so große Sämaschinen zu kaufen hier. Ja, wir wollten die unbedingt mal ausprobieren. Wir hatten vorher die 6 Meter, die Kombi. Wie gesagt, da brauchst du nicht rummern. Und dann hatten wir ja genug Geld zusammen. Und haben gesagt, komm, wir holen uns die große. Der Träger ist zwar meines Erachtens dafür ein bisschen untermotorisiert. Der hat hier knapp 300 PS. Ich denke mal, da wird der große Case für sein. Aber dafür haben wir die Flächen halt noch nicht. Da jetzt schon mit den Monstermaschinen durch die Gegend zu balancieren. Ist Ja. halt auch nichts von diesem Money-Mod. Da bin ich nicht so der Freund von. Ne, ich habe mir jetzt nur für Safe Game 30 mir Geld geschiedet, weil ich mal alle Fahrzeuge mal kaufen würde und die mal anschauen. Vielleicht mache ich ein Video drüber. Aber ansonsten, nee, man soll sich das Geld verdienen, da hat man auch was davon. Ja, dann ist ja so den Spielspaß ja gar nicht mehr, den Ja. Ehrgeiz. Und wir haben jetzt wirklich schon etliche Stunden hier weggerissen. Gute Nachfrage bei Güterbahnhof für Raps. Habe ich auch. Das Angebot läuft nach 24 Stunden. Ja, das schaffen wir. Ja, wir spielen ja Echtzeit. Ah, komm, komm rum. Na. Oh, ich sehe. Ach so, du bist in der Nö, Richtung. kann's ruhig, ich mach Platz. Oh. Fast mit dem Ding besser rückwärts als ich mit dem Kleinen. Da aber Außenansicht, ne? Das war jetzt Außenansicht. Ich spiele nur Außenansicht. Ich versuche eigentlich so viel wie möglich eigentlich Innenansicht. Aber beim, sag ich mal, beim Aufnehmen, wenn man noch nebenbei noch schnackt, ist es ja gar nicht mal so verkehrt, mit Außenansicht zu fahren, weil dann sieht man beide Parts und nicht nur immer den einen. Ja, nur deswegen mache ich es ja auch. Alles klar. Danke für den Hinweis. Jetzt habe ich eine Begründung für meine Let's Plays. Ich hatte Verwandtschaft oder hab's noch teilweise in Oldesloe und in Hamburg. Und ich finde es immer so toll, wenn bei dir so ein paar Dialektbrocken rauskommen, wie Schnackt und Lüttel. Ja, ich versuche wirklich meinen Dialekt so kurz und ich versuche wirklich Hochdeutsch zu sprechen. Aber ich finde es so schön. Also es Aber sind auch Kindheitserinnerungen, diese Wörter. das ist ab und zu mal leichter gesagt wie getan. Also wir könnten auch reines Plattdeutsch sprechen hier, aber ich glaube, einige verstehen das nicht, weil ich habe Plattdeutsch sogar noch in der Schule gehabt. Also ich kann's, ja, ich weiß nicht, ob es immer noch geht, verstehen. Ich habe Ja. es sogar ein bisschen angeeignet, weil ich öfters in den Ferien oben war und als Kind holst du dir das schnell rein. Ja. Ja, wäre mal interessant. Aber ich würde es nämlich sprechen können oder auch nicht verstehen. Ich kann so und so schlecht Dialekte. Ja, bei uns in der Familie sprechen eigentlich, also wir sprechen alle Plattdeutsch. Ja. Mein Großvater spricht nur Plattdeutsch. Der, als damals meine jetzige Freundin, als wir uns kennengelernt hatten und zum ersten Mal ich sie mitgebracht, die hat nur Bahnhof verstanden. Und mein Großvater, na, mit der kann man überhaupt verstehen, was ich jetzt sehe. Und sie, hä? Was will dein Großvater? Also. Ja, aber mit den Dialekten ist manchmal komisch. Also, wir haben ja auch so ein Gebiet in der Vorderpfalz, so Richtung, wo der Herr Kohl herkam. Und die zu verstehen, die haben ein ganz extremer Dialekt. Und da können schon 10 Kilometer Luftlinie einen Unterschied machen. Ja, also was ich nicht verstehe, ist dieses Urbayerische. Ja, aber die Bayern haben, ja, jetzt mache ich mich unbeliebt, jetzt habe ich wahrscheinlich 150 Abonnenten, bald weniger, haben das Problem, dass sie nicht versuchen, Hochdeutsch zu reden.
Ja, das ist ganz konsequent. Das ist, die Bayern waren in der Telefonhotline immer schlimm. Wenn du sagst, bitte versuchen Sie doch mal Hochdeutsch zu reden, tue ich doch. Kein Versuch da drin. Also die haben da so eine Selbstverständlichkeit. Was sie sprechen, ist Hochdeutsch. Und ich werde immer von meinem Dialekt ins Hessische zu nach Frankfurt geschoben. Nö, finde ich nicht. Also, Dialekt. Ja, ich werde aber immer im Telefon danach gefragt. Ha? Und das hat mich ein bisschen irritiert, aber was soll's. Was habt ihr hier gemacht? Bremsspuren auf dem Feld oder was hier? Nee, das frage ich mich auch. Ab und zu mal sind noch Spuren drinne vom Spuren, das Abbild vom Dünger noch, obwohl wir alles gegrubbert haben. Ach so, das ist Dünger. Ich habe Das gedacht. ist noch der dunkle Boden, wenn du gespritzt hast oder Dünger gestreut hast, bleibt teilweise noch da. Auch wenn du normalerweise, wenn du Dünger gestreut hast hier beim Spiel und fährst mit dem Mähdrescher rüber, dann wird es wieder hell. Oder beim Grubbern wird es auch wieder hell. Aber trotzdem blieben vereinzelt noch dunkle Streifen stehen. Ja, aber auch das Stroh, glaube ich, bleibt stehen. Nee, ich hab's niedergemacht. Ah, nee, jetzt ist ein Fleck da, wo das Stroh war. Genau, der blieb noch da. Oh, ich bin schneller wie du. Nee, ich fahre da irgendwie falsch. Ich muss mal eine andere Taktik angewöhnen. Du kannst auch mit Stufe 2. Könntest du grubbern. Ja, aber auch das Drehen ist irgendwie. Muss ich anders machen. Rückwärts. Oder du schneidest dir auch ein Mittelstück an und arbeitest dich dann zu den Kanten hin. Brauchst nicht immer so engen Bogen fahren, ne? Ja. Aber zwei kann ich fahren. Mach ich's Ja. doch. Erinnert mich wieder an ein YouTuber, wo dann immer gesagt wird, du machst das Video so lang, um Geld zu verdienen. Aha. Ja, man wird ja auch bei YouTube wird man ratzfatz Millionär. Also Ja. das ist klar. Manche Leute wissen gar nicht, was da für Arbeit hinter steckt. Die denken, Video aufnehmen, hochladen, fertig. Dass man die Videos aber noch bearbeitet, rendert, die Zeit, die man aufnimmt, das. Ach, ehrlich gesagt, ich könnte sehen, Millionär zu werden, auch wenn er Ja, hier keine nicht. Chance hat. Ich meine, wenn ich mich unterhalten finde, Genau, also können ich. die verdienen, was sie wollen. Sie nehmen ja nichts weg. Ich muss ja nichts bezahlen. Das ist ja was anderes, als wenn ich irgendwo was einkaufe und der macht 200% Verdienst oder so. Ah, jetzt hast du mal wieder meine. Ja, ich fahre einfach geradeaus. Ja, fahr doch geradeaus und dann nimmst du gleich die Außenkante. Dann brauchst du nicht und setzt dann hier auf der anderen Seite wieder an. Dann brauchst du nicht so einen engen Bogen fahren. Nee, ich meine, du hast mal alles weggesät. Ich weiß nicht mehr, wo ich schon war. So, mal schauen, ob ich so ein bisschen besser rüberkomme. So, und jetzt müsste ich doch eigentlich so fahren, genau. Irgendwann muss ich es ja mal lernen, aber jetzt, jetzt habe ich doch wieder falsch eingeschlagen. Bin ich unten? Ne, ich bin nicht unten.
faules Stück, sitzt im Traktor und isst sein Butterbrot hier. Ich muss ja warten, bis du mir genug Platz gegrubbert hast hier. Ach, du stehst ja noch drauf, das habe ich ja noch nicht mal gesehen. Ich habe gedacht, du stehst nur faul rum. Nee. Aber das mit dem Hüpfen geht hier in der Version einfacher, wo es schon überall drauf und drin war. Aber wenn du bedenkst, was hatten die Leute eigentlich für Angst, mein Gott, das neue LS13, die Systemvoraussetzungen werden bestimmt extrem hoch gehen. Und jetzt, das Spiel läuft sogar noch flüssiger als der Elfer. Ja, das wundert mich. Auf der GameStar-Seite stand drin, dass es ressourcenhungriger ist. Und das stimmt doch gar nicht. Ach, die sollen bei ihren... Also, nee. Da reg ich nur wieder auf. Ja, das mag ich so. Als ich deinen Kommentar gelesen habe, habe ich gesagt, oh Gott, das ist mein Lieblingsthema für den heutigen Tag. Die regen mich auf. Die sind in anderen Spielen wirklich gut. Das will ich nichts bestreiten. Aber die sollen dann bitte auch bei ihren Schuster bleibt bei deinen leisten. Heißt das doch immer. Die sollen bei ihren, worauf sie sich spezialisieren, auf ihre Shooter und andere Spiele. Aber bitte den Landschaftssimulator sollen die nicht zerfetzen. Also, das muss nicht sein. Drehen hier. Na, komm. Wenn man überlegt, also ich habe mir jetzt gerade mal so die Kritikpunkte genommen in der Form, könnte man alles auch bei Minecraft sagen. Keine Story. Oh. Ja. Keine Anleitung. Also Minecraft ist ein Spiel, was mich wirklich null interessiert. Oh, ich habe es als Alpha bis zur Vergasung gespielt. Alpha und Beta. Das war also ein Spiel, was wirklich an mir vorbeigegangen ist, der Hype. Gut, wenn andere, aber das werden vielleicht auch andere sagen zum Landwirtschaftssimulator. Das ist ein Spiel, was mich null interessiert. Ach, da stehen schon Zeug drin, shit. Kriege ich den so rum? Gleich wieder anders. Nee, noch mehr. Nee, noch mehr. Ah, jetzt wieder zu viel. Ah. Kunst des Rückwärtsfahrens. So, noch ein bisschen rüber. Nicht zu viel, nicht zu viel. Wenn ich überlege, ich müsste es im Cockpit an sich spielen. So, wieder. So, jetzt müsste ich eigentlich nur gerade ziehen. Jetzt habe ich es wieder versaut. Und wenn ich drin bin, sagst du, ich muss noch ein anderes Feld gruppern. Nein. Shit, ich habe es wieder versaut, ich habe es versaut. So. Oh, bin schon irgendwo angehackt. Yep. Wo hänge ich denn? Mal schnell was gucken, wie viel... Oh, das gibt ja richtig Geld. Was dann? Raps. Für den Güterbahnhof. Ja, da haben wir doch gerade geerntet. Raps.
Ich werde mal noch schnell einen Hänger kaufen. Kann man nicht mit zwei Hängern fahren. Ich bin schon unterwegs zum Händler.